In entlegensten Winkeln des Universums haben sich hier in dieser großen Halle der Gerechtigkeit die stärksten Mächte des Guten aller Zeiten versammelt. Superman! Batman und Robin! Wonder Woman! Aquaman! Und Meg! Treu ergeben der Wahrheit, der Gerechtigkeit und dem Frieden für die ganze Menschheit! Hey Quagmire, was hast du denn da? Die neueste Bikini-Ausgabe der Sports Illustrated, hier! Früher fand ich Bikini-Ausgaben schärfer. Das war in der Zeit vor Internet-Pornos. Das ist wahr. Absolut. Was heißt Internet-Pornos? Du kennst keine Internet-Pornos? Wie denn? Ich hab's nicht so mit Computern. Quagmire, ich hätte gedacht, dass gerade du dich mit Internet-Pornos auskennst. Es gibt tausende, ach was rede ich, Millionen Schweinebildchen im Internet. Was? Und Videos ohne Ende. Ihr verarscht mich doch. Gehst du denn nie ins Internet? Mit dem beschissenen Telefonmodem, das nervt doch. Nein, ich gehe nicht ins Internet. Ich dachte, das ist für Loser. Warum habt ihr mir denn nichts gesagt? Du kannst da sogar das Flitterwochenvideo von Tonya Harding sehen. Ich meine, es ist eklig, aber irgendwie auch berühmt eklig. Die Bräute können es mit den alten Bikini-Ausgaben mit Kathy Ireland nicht aufnehmen. Ja, das war eine Hammerbraut. Weißt du, Horace hat immer noch einen Pappaufsteller von ihr von der Bierkampagne damals im Hinterzimmer. Stimmt's, Horace? Meinst du das Ding hier? Ich wollte es gerade wegwerfen. Wenn's jemand will, bitteschön. Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up, suddenly you're in love. Ich nehme dich mit zu mir nach Hause. Hey Dad, wo willst du mit der Pappfigur hin? Oh, hallo Kinder. Das ist Kathy. Wir entwerfen gemeinsam Lifestyle-Produkte. Ist völlig harmlos, aber sagt eurer Mutter nicht. Ich fand's heute im Museum wundervoll. Du warst die schönste Frau dort. Weißt du was? Ich glaube, Lois kommt noch nicht so schnell vom Einkaufen wieder. Ich habe eine Idee. Hallo? Ist da jemand im Bad? Ich genieße jeden Augenblick, den wir zusammen verbringen. Hey, Kathy, weißt du was? Er hängt raus. Ich hab ihn raushängen unterm Tisch. Genau jetzt. Peter! Oh nein! Was zum Teufel ist los? Du solltest vor einer Stunde Essen holen. Was machst du hier mit dieser Pappfigur? Ich bin froh, dass du es rausgefunden hast. Ich ertrag dieses Versteckspiel nicht mehr. Ich hab dir was zu sagen. Nein, nein, lass mich nur machen. Ich weiß, ich hab's bisher geheim gehalten. Aber Kathy und ich arbeiten in Wirklichkeit gar nicht an einem Projekt zusammen. Wir lieben uns. Du bist ein Idiot. Mein Anwalt ruft deinen Anwalt an. Ach, das ist das Dümmste, seit er sich auf die Revierkämpfe mit diesem Kater eingelassen hat. Schnauze! Also, Kinder, ihr müsst sie nicht gleich Mom nennen, aber ich möchte, dass ihr sehr gut miteinander auskommt. Gebt ihr eine Chance, ihr werdet sie mögen. Vielleicht erlaubt sie uns Sachen, die uns Lois nicht erlaubt. Ja! Hey, Mom, darf ich mir die Hose runterziehen? Heißt das ja, wenn sie nicht antwortet? So handhab ich das auch. Ja! Ich will auch mitmachen! Mann ist besser, Mann ist besser, Mann ist besser!